Slow Bros. Made with Unity. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt und herzlich willkommen zu Harold Halibut, unserem, ja, Protagonisten des heutigen Abenteuers, der einem junger Laborgehilfe auf einem archenartigen Raumschiff ist, der Fedora 1, die vor 250 Jahren der Erde entkommen ist, die kurz vor dem Atomkrieg stand. Und seitdem befinden wir uns nicht irgendwo im Weltraum, sondern wir befinden uns auf einem Alien-Planeten, beziehungsweise eher im Ozean eines Alien-Planetens. Und der Artstyle, den könnte man ungefähr so beschreiben wie einen Wes Anderson-Film mit Knetgummifiguren in handgemachten Kulissen mit Stop-Motion-Ästhetik. Ich würde sagen, ich habe hier noch gespoilert. Wir werden uns jetzt einfach mal hineinstürzen in ein neues Spiel und werden uns mal verzaubern lassen. So, nicht vergessen, es ist immer noch eine Demo. Wir werden vielleicht den ein oder anderen Bug finden. Es muss nicht unbedingt das, was wir hier zu sehen bekommen, dem fertigen Spiel entsprechen. Also drücken wir mal alle Augen zu. Aber jetzt nicht. Jetzt reißen wir die Augen auf und lassen uns verzaubern von dem Abenteuer, das uns jetzt erwartet. Okay. Fedora? Da werden irgendwie ungeahnte, nostalgische, wehmütige Gefühle bei mir wach. Es ist eine perfekte Einstimmung auf dieses Spiel. Es ist großartig, der Arzt da ist so schön. I'm afraid I need you to come with me. Okay. Oh. Hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. Mm-hmm. I had a fine. You bitte wie? Still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? Bitte? No, but wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. Wait, but only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary, so we can all get on with our day. Was zum Teufel? Was? Wir haben unsere Fahrkarte nicht bezahlt. Na tolle Wurst. Wo haben wir uns denn da? Wir sind der gesuchteste Kriminelle hier auf dem ganzen Schiff. All of the end user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold.
Oh ja, es ist ein riesiges, schweres Verbrechen. So, wie konnten wir uns das nur anmaßen, ja? Wie konnten wir uns das nur anmaßen? Letzte Woche haben grüne Credits gereicht, ja, zu unseren blauen Credits. Wir haben aber leider, ja, wir haben leider die Regeln missachtet, ja? Die Regeln sind die Regeln sind die Regeln. Wir hätten noch türkise Credits auf unsere Fahrkarte aufladen müssen. Es ist gut, dass wir jetzt hier nicht in den Knast geworfen worden sind, ja, in die unterste Rick hier, irgendwie unten bei den Spinnen. So, wir haben nochmal die Möglichkeit, wir können nochmal unsere Credits begleichen. Und ich glaube, das wird natürlich unsere Chefin machen. Oh Gott, so, können wir das vielleicht irgendwie, kann man das noch anders klären? Can't you just put this on my account? Ja. I'll pay as soon as I... Mr. Halibut, you don't have an account. Bitte wie? We blocked it. Mr. Secretary, let me just... I mean, look, can't we... Your name is Mr. Secretary? my title, young man, is All Water Secretary number 24. It's not my name. Anyway, I'm afraid All Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. Oh Mann, ich... Das ist doch... Die Regeln sind die Regeln sind die Regeln. So. Gott bewahre, wenn man hier, guck mal da hinten, das ist der gelbe Zettel, wenn man die Regeln irgendwie mal ein kleines bisschen anders auslegt, ja, oder vielleicht mal ein paar Regeln abschafft. Ich habe das Gefühl, ja, in 250 Jahren, indem wir hier auf diesem, ist ja noch nicht mal auf diesem Planeten gestrandet, wir sind ja irgendwo im Ozean. Wir sind ja, keine Ahnung, wann wir das letzte Mal die Sonne gesehen haben, aber ich glaube, die Leute fühlen sich hier ein bisschen zu wohl. Die haben sich hier abgefunden mit dem Leben. Hier in diesem sehr wässrigen, sehr dunklen und sehr nassen Grab. Ah, das ist sehr gut, ja. Dann müssen wir müssen warten. So, was ist denn, warum? Warum zum Henker bist du denn da? Hast du auch die türkisen Credits vergessen? Ich setze mich einfach mal dazu. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All Water? What? No, I meant... Because... It was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. Viel Spaß beim Warten. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything... Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. Have fun, Harold. Master Van der Vaart. Ah, okay. We reluctantly interrupt your daily business for an important... for some important information from all inhabitants of the Fedora One. Alle Bewohner. Dear people, crew and company. We seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theater to... for some important information. Okay. Haben wir... Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. Yeah. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do such so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Geld kann dann doch alles lösen. Oder Status, nicht wahr? Was mir vorhin aufgefallen ist, die Mutter meinte, sie hat viel zu tun. Sie kann sich nicht um ihr Kind kümmern. Ja, es ist völlig egal, was er zu sagen hat. Hat die Strafe bezahlt, ist wieder abgehauen. Irgendwas läuft. Mr. Hannibal, ja? You'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Mhm. Okay.
Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. Okay. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Es ist ein Traum. Ein Traum. Ich darf jetzt nur nach Hause fahren mit der Fahrkarte, aber ich muss ins Labor, ich muss arbeiten. Ich muss zwar. Mach ja, es ist auch, also völlig egal. Fahr mal wieder schwarz, alles kein Problem. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? Es tut mir leid, es ist nicht meine Schuld. Shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time. This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, Professor. So viel Lebensweisheit und so viel Exposition in 30 Sekunden. Ich bin heilige. Harold, wir lernen dich richtig kennen. Großartig. So, okay. Na gut, dann springen wir mal rein. Wir müssen. Huch, hoppala. Wir müssen. Wir sind gerade im Allwater. Okay. Wir müssen zur Hauptstation. Da unten. Das Röhrensystem hat aber auch anscheinend schon bessere Tage gesehen. Ich wünsche, ich könnte unten den Aufkleber abreißen. Irgendwas mit. Ah, fängt auch mit W an. Krankenstation und Post oder was? Ist irgendein Sektor? Keine Ahnung. So, auf zur Hauptstation. Ich guck mal. Ich lass mich mal überraschen. Und du auch vielleicht. Wie funktioniert dieses Röhrensystem? Schlittern wir jetzt einfach da durch? Das Vakuum? Es ist keine Vakuumröhre. Vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich... Was zum Henker? Ich freue mich immer, wenn ich im öffentlichen Nahverkehr irgendwie so vollgespritzt werde. Das ist ein Traum, das ist ganz toll. So. So, da hinten wird sich wieder unterhalten, wie mies der Service ist. Okay. Ich glaube, wir laufen mal weiter. Wir müssen jetzt hier nicht andere Leute belauschen, aber es wäre wahrscheinlich interessant. Aber es glaube ich, dass immer wieder das gleiche Problem, ja. Die Bahn, ich meine, das Röhrensystem, ja. Der Service ist nicht gut. Die Leitungen sind verstopft oder man kommt einfach nicht zum Ziel. Und man soll sich einfach gedulden. Nun gut. So, Sozialsektor, hier müssen wir... Ach nee, nicht Sozialsektor. Agri, also... Ach nee. Okay, da zeigt's an, wo geht's lang? Wir müssen Agora Arkaden Labor. Wir müssen zum Labor. Energiesektor auch. Ich hoffe, wir werden nicht kontrolliert. Wie wird man denn hier oben kontrolliert? Ich gebe mir allergrößte Mühe. Ich hoffe, die Wäscherei ist gleich hier auf der anderen Seite. I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? A butterfly is an insect from Earth. Was? Erde? Beautiful patterns on their wings and drag pollen. Okay. You could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting and delicate. You never take responsibility and I never know where to find you next. Ich würde mich so gerne hier umgucken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten hier einfach hinterherlaufen. Oh, ist alles so schön. Ist alles so großartig gemacht, so viel. I know I drift off a bit sometimes, but Allwater raised the tube fares again, and they never announced it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish, too?
Yes, those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the four selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the four buttons, right? Okay, gut. Wir rufen mal den PDA auf. Ich kann mich einfach partout nicht mehr erinnern. Und das Ding, ich verleg das Ding die ganze Zeit. Es ist, ja, wie gesagt, es hat so sein eigenes Leben. Oh Gott, die Fische. Der Stein sieht aus, als würde da ein riesiger versteinerter Fisch oben drauf liegen. Das hängt mich gerade ein kleines bisschen ab. Wir gehören irgendwie nicht so richtig hierher, wa? Wir sind nicht der Otto-Normalbürger. Wir sind immer ein kleines bisschen abwesend. Wir sind immer irgendwie mit dem Kopf irgendwo in den Wolken. Aber wir bestreiten das auch immer. Und ich weiß nicht, alle anderen, ja, alle anderen sehen das natürlich nicht. Wir sind eher mal so ein Störglied hier in dem gut geölten System von Fedora. Aber ich glaube, genau deswegen oder gerade das sieht unsere Chefin, die Professorin. Und deshalb sind wir hier. Und deshalb hat sie gerade unsere Fahrkarte bezahlt. So, komm, PDA aufrufen. Hallo. Then I use the navigation knob to highlight die Nachrichten. And then hit the bottom button. Ja, den unteren Knopf. So, wir wählen aus. Okay, sehr schön, great. Kleines Tutorial, geil. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. Sehr schön. And I'll see you at the Agora Arcades when you're done. Okay, unsere Hauptaufgabe. Achso, ich muss erstmal abbrechen. Und nochmal abbrechen. Guti. So, sie haut ab. Wir haben reichlich Sachen zu tun. Wir müssen die Fische füttern. Aber wirklich da hier. Guck. Habe ich was an den Augen? Aber es sieht aus, als würde der da oben liegen mit so einem fetten, breiten Grinsen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich will mich jetzt endlich einmal umgucken. Wir wollen uns... Da will ich nie aufräumen. Bitte. Mach die Tür wieder zu. Hier ist ein Taucheranzug. Ich wünschte, ich könnte die Kamera drehen. Aber es funktioniert leider nicht. Hier sind alle möglichen... Oh, es ist alles so... Es ist alles so skurril. Es ist alles wie ein kleiner Schaukasten. Alles wie eine kleine eigene Bühne. Oh, es ist so großartig. Oh, so schön gemacht. Lego Dinosaurier. So, komm. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Nö. So, dann würde ich jetzt einfach mal das PDA aufrufen. Hallo. So, To-Do-Liste. Wir müssen die Filter reinigen und wir müssen die Fische füttern. So, Moro sagte mir, ich sollte die Filterstation reinigen. Wie immer. Oh, wir haben auch Zeichnungen gemacht. Sehr schön. Ah, unser Erlebnis. Okay. Ja, Fahrkarten. Und ein Batzen voll Geld. So, fütter die Fische. Moro erinnerte mich daran, die Fische zu füttern. Ich hoffe, keine Ahnung, da ist auch das Fischfutter drin. Oder wir müssen es nochmal suchen. So, optionale Aufgaben haben wir anscheinend keine. Da würde ich doch sagen, hier, Add-ons, Systeme, Account Comp. Okay, ich weiß nicht, was mir das sagen soll, aber es ist einfach da. Infos über den PDA anscheinend, Speicheranalyse. Oh, der Feed-Channel. Oh, der ist aber schon ganz schön... ist aber ganz schön voll. Vielleicht müsste ich mal ein Upgrade machen lassen. So, Doc-Channel habe ich noch reichlich. Und der Roh-Channel ist auch noch völlig in Ordnung. So, Dokumenten. Ja. Okay. Gut, das erste Zeichen kommt mir sehr bekannt vor.
Das war so eine komische Serie, kennt keiner, ist so ein rundes Ding gewesen. Da sind die immer durchgesprungen zu anderen Planeten. So, Fische füttern. Zieh jetzt einfach nur am Hebel. Futter ist drin. It's out of food. Es ist natürlich kein Futter drin. Ja, Cyrus about this. So, Cyrus. Cyrus nach Fischfutter fragen. Wo ist denn... Wer ist denn Cyrus? Sei es der Richtige, um nach Fischfutter zu fragen. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste... Wenn ich jetzt noch wüsste, wer und wo vor allen Dingen Cyrus ist. Ist das Cyrus? Haben wir hier... Hallo? Das ist aber eine Rumpelkammer, Heilige. Wer denn ist das, das Arbeitszimmer von unserer Chefin? Ich hoffe doch wohl nicht. Hier kann man ja weder gehen noch stehen. Was ist das denn? Hier ist ein Rollstuhl? Das ist einfach nur eine Rumpelabstellkammer? Eine einsame Glühbirne? Was ist das alles? Da hinten. Es sieht aus wie eine Ananas. Ich dachte aber kurzfristig, sieht aus ein bisschen wie ein Gehirn. Sauerstoffflaschen, Aktenordner, irgendwelche... Wie Koffertaschen, Boxen. Okay, gut. Und ein Bett. Nun gut. So, einmal raus hier. Hier haben wir dann doch nichts zu suchen. Wo ist Cyrus? Wer ist Cyrus? Ich gehe mal hier runter. Ich wohne im Labor? Gut, dann hat sich ja die Frage auch erklärt, war, warum wir die Fahrkarte irgendwie nach Hause benutzen können. Wir wohnen einfach auf Arbeit. So, kann ich mich hier nochmal ein ganz kleines bisschen umgucken? Hier gibt es sonst nichts. So, Tür auf bitte. Vielen Dank. Einmal ein Stüfchen nach oben. Nicht stolpern bitte, ja. Ist ein bisschen feucht, glitschig, ein bisschen rostig vielleicht auch. Wenn ich jetzt hier rausgehe... Warte mal. Einmal nochmal kurz zurück. Einmal noch kurz zurück. Da konnte man noch mal irgendwas machen. Hier konnte man noch was machen. Was? Was ist das? Ist das der Kühlschrank? Ist das... Habe ich hier Proben? Was bin ich da sehend? Was? Okay, es sieht ein bisschen aus wie Korallen. Da oben könnte aber auch eine Zucchini schwimmen. Ich weiß nicht. Okay. Ich fahr mal wieder ein. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Harold. So, wo ist Cyrus? Haben wir hier irgendwo, habe ich hier irgendwo irgendwas übersehen? Beziehungsweise wir müssen ja auch noch den Filter reinigen. Komm, wir gehen mal raus. Vielleicht finden wir Sai. Und vielleicht kriegen wir dann auch einen Hinweis darauf, wo denn irgendwie der Filter ist, weil da habe ich gerade nichts gesehen. So, Lab Quarters, Lounge. Lounge geht da lang, nach Level 1 geht's da lang. Kann ich hier noch irgendwie... Kann ich mir hier vielleicht noch ein paar Infos holen? Nö. Da ist nichts. Okay. Ich gehe erstmal in die Lounge. Wir schauen uns erstmal ein kleines bisschen um. Harold. Perfect timing. Hallo, Surfer Dude. You too. I was just hoping to watch some Sun Tzu's Ash. Got any idea how to work the old telly? I think it's one of those all-water add-only models. But should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? Really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Das ist die Lounge übrigens, ja. Das ist ein Sitzplatz, so eine kleine Kochecke. Und Kochecke ist schon sehr euphemistisch ausgedrückt. Wir haben eine ranzige alte Mikrowelle. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. So, Drink Swoop Water. Köstliches Swoop. Es wird immer dystopischer.
Es wird wirklich immer dystopischer. Die ganze Arche, ja, dieses Schiff, was eigentlich eine riesige Stadt ist. Ich weiß nicht, ob es schon dazu geworden ist, also originär quasi eine riesige Stadt schon war oder ob sich das erst hier in den Jahren hier unten am Meeresgrund so entwickelt hat. Aber die Wasserabteilung hat hier ein extremes Monopol anscheinend und übernimmt ja quasi schon fast Regierungsaufgaben, obwohl sie nur das Röhrensystem irgendwie verwalten. Aber naja, gut. So, das. Was? Saure Fischhaut? Oh Gott, nee, also, cool. Sonsu's Ask. What is Sonsu's Ask? Yes. Sonsu's Ask. Eternal love. Uh-huh. Best and only Turkish novella we have on board. Okay. I thought season 18 was bad, with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. But that's where the plot really thickens. Das ist doch nicht wahr. Ja, also die ersten 20 Staffeln musst du ordentlich durchhalten, ja, naja. Aber dann, glaub mir mal, ja, nach 20 Staffeln wird's richtig gut, so, und ab Staffel 36, sag ich dir, oh ja, yeah, da willst du die Glotze gar nicht mehr ausmachen. Nun gut, so, was führt ihn eigentlich her? What brings you to the lounge, anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. Mm-hmm. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now. Mm-hmm. So at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, mm-hmm. Don't mind me, Harold. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Mm. Gut. Ich komm bestimmt bald wieder. So, dann lassen wir ihn mal. Wirklich recht. Also, ist echt. Puh. Keine Ahnung, welche Staffel das ist, aber haut ordentlich rein. Ich bin gehuckt. Ist ein Traum, aber ich muss mich losreißen. Tschüss, Chris. So, runter zu Level 1. Schön mal aufs Klo. Und wo geht's hier lang? Ich geh mal aufs Klo. Wir gucken uns alles an. Das Klo ist netter als die Lounge. Hier haben wir auch einen Sitzplatz und ein Waschbecken. Ich stelle mir einfach die Mikrowelle hier hin. Weißt du? Essen, trinken und gleich. Da hat man den Weg nicht so weit. Spiegelfunz nicht. Schade. So, schliert noch ein bisschen nach. Ja, nicht vergessen. So, ist immer noch eine Demo. Heißt also, so eine Fehlerchen könnten auch passieren. Vielleicht liegt es auch an meinem Computer. Ich habe keine Ahnung. So, einmal hier runter. Filtration. Okay. Vielleicht. Hier kommen wir nicht rein. Oh nein, die Tentakel. Oh nee. Wachsen die schon wieder hier an den Fenstern? Richtig blöd. Muss mal einer raus. Muss mal die Saugnäpfe wieder ein bisschen ablösen. So. Hier ist die Filtration bzw. Pumpenstation. Alter Schwede. Okay. Heiliger. Ich hoffe, ist es Wasser? Soll es einfach nur gefiltert werden? Ich bin mir unsicher. So, komm, hier. Hier können wir nichts machen. Hier drüben haben wir noch ein Pad. Okay. Hier ist es im Arsch. Jetzt ist es aber gut. Okay, ich hab, was? Ich... Okay. Ein rätseliges Rätselchen. Also an der Seite ändern sich die...
Wenn wir jetzt hier lang gehen, okay, da wird angezeigt. Ich müsste... Ich habe keine Ahnung. So, hier? Das funktioniert nicht. Okay. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, hier sind wir. Heißt also... Ich habe nicht die geringste Ahnung, was wir tun. Ach, das ist der Pfeil einfach nach oben. Ich kann nur diese beiden... Großartig. Weißt du, wenn man jeden Tag sowas macht, ja, man schüttelt es einfach aus dem Handgelenk. Weißt du, das ist einfach nur Kopf ausschalten, weißt du? Man ersetzt einfach, ja, sein Gehirn durch zwei babbige Brötchenhälften, ja. So, dann kann man das hier auch durchstehen. Diese hochkomplizierte Arbeit. So, hier kann man nichts machen. Hier können wir auch nicht rein, oder? Nee, das funktioniert nicht. So, dann machen wir uns einfach mal raus. Einfach mal rausmachen. So, das haben wir schon mal abgeschlossen. Wo zum Henker? Hallo? Wo zum... Ach, cool. Chris sitzt da, muskulös, gut aussehend, der richtige Hardcore-Surfer-Dude, obwohl der wahrscheinlich noch nie eine Welle in seinem Leben gesehen hat. Und, ach, er träumt von seiner Liebsten. Jetzt kann man Telenovela sagen. Ich sag einfach Telenovela. So, To-Do-Liste. Die Fische, die müssen immer noch gefüttert werden. Optionale Aufgaben haben wir nicht. Wir müssen immer noch Cyrus fragen. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo zum Henker wir Cyrus finden. Also ich will, au, meine Güte, ich weiß auch nicht mit meinen Quadratlatschen, wo ich hintrete. Manchmal sieht es ein bisschen gefährlich aus. Diese Tür hier zum Beispiel, wo führt denn die lang? Führt die nicht einfach rein hier zum Tentakelmonster? Fühl ich mich einsam? Wollen wir meinen Besuch abstatten? Bin mir unsicher. Vielleicht können wir nicht wieder gehen. Da möchte ich gerne wieder einsam sein. So, Botanik. Okay. Observatorium. Observatorium? Schade, da geht's einfach nach unten. Hier fehlt aber, glaube ich... Hallo. Oh, ist das schön gemacht. Oh, oh nein. Oh nein. Ah, verdammte Axt. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. Oh, warte. So, und da sind wir wieder zurück. Das war nur ein ganz kleiner Schluck auf und ich glaube, haben wir Sai gefunden? Ich bin mir unsicher. Hallo. Hey Sai. Ja. Hey Harold, what's going? How's up? Just doing my usual rounds. Mhm. Trying to clean the fish and feed the filter station. Mhm. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. Mm-hmm. I've been wondering if, you know, given fish blood is such a good fertilizer, what the slow release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. Mm-hmm. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. Mm-hmm. I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. You want their gills to function optimally, don't you? Mm-hmm. Yeah, natürlich. To express as vividly as possible, a bit like flowers. Sigh. New fish food would be great. Mm-hmm. Sure they'll love it. Well, I'll get right on it, promise. Yeah, cool. I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Was? I'll let you know what they think. Ich. Wir werden den Fischen zu fragen. Ist kein Problem. Aber die freuen sich. Did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Was? I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. What? Me too. As long as I don't have to clean it up. Was Do you remember their first messages? Huh? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes. On all those little flyers. Handwritten, too. Mm-hmm.
What did that fish message mean? I guess something about exploring the planet. Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy too? Oh, meine Güte. Es ist völlig absurd gerade. Es ist wirklich völlig absurd. Schwimmt ein Fisch vorbei mit einer Nachricht. Also, anscheinend sollen ja die Leute animiert werden, endlich mal ihre Lethargie zu überwinden, ja? Und aus diesem Gefängnis, was ja eigentlich ihre Heimat ist, auszubrechen. Also nicht nur, um diesen Planeten zu erforschen, sondern eventuell auch diesen Planeten zu verlassen. Denn anscheinend gibt es ja hier nur einen Ozean. Aber wo ein Ozean ist, könnte ja wohl auch Land sein. Und damit, ja, könnte man hier diesem Gefängnis, was Heimat ist, entkommen. Aber ich will nicht den Verschwörungstheoretiker raushängen, ja. Mir fällt da eine Organisation ein hier an Bord, die eventuell was dagegen hätte. Hust, hust. Wasser. So, unglaublich schön. Hier sind... Ich hoffe, das ist nur Fischfutter. Aber es ist Botanik. Es ist kein Fischfutter. Essen wir das? Es ist außerirdisch, aber naja, irgendwas muss man ja essen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde morden für eine schöne Kartoffel. So, einmal wieder zurück. Einmal durch Rapture wieder zurück. So, ich würde gerne ins Observatorium. Oh, wie gerne würde ich da runter. So, wir müssen einfach nur weiter nach oben. Heißt also... Ne, hier unten sind wir fertig. Zweiter Stock, tiefer geht's hier in dieser Abteilung nicht. Ich muss mit meinen Quadratlatschen aufpassen. Vielleicht irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe auch irgendwie Knöchel aus Gummi. Das tut mir alle ja nichts. Mein stoischer Blick... Und mein noch stoischerer Gang. Ich spüre keine Schmerzen, wenn ich laufe. Das ist okay. So, einmal hier weiter. Schnell wieder zurück. Wir können füttern. Endlich können wir füttern. So, ich stopfe mal hier rein. So, ja, immer nochmal hier, da nochmal gedrückt, ausgezeichnet und dann einmal raus damit. Little fishing, your little dishy is now served. Cool, okay, so. Okay, Herald Bot Diagnostic Report. Scanning, all tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation, minimal. Levels depleted. Ah, jetzt schon. Required. Next destination, Agora Arcades. Ausgezeichnet. Endlich mal ein bisschen Spaß. Endlich ein bisschen Spaß. Und vor allen Dingen, ich hoffe, wir werden auch ein bisschen wacher, ein bisschen fröhlicher. Und wir können... Ich gehe immer wieder hier runter. Ich habe wirklich nichts vergessen hier. Ich habe wirklich nichts übersehen. Da ist ein Bild von einer Frau. Vorhin meinte er... Jetzt fällt mir das auch gerade erst auf. Vorhin meinte er, da war diese Frau. Interessant. Und wir haben da, und das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, wir haben ja da eine Abbildung von einem Sternensystem. Ist es unseres? Also ist es die Erde oder ist es jetzt hier unsere außerirdische neue Heimat? Wer weiß, wer weiß. So, da hinten ist, ich hoffe, das ist... Ein Algenblatt, sonst ist es eventuell ein Fisch, der sehr viel Spaß gerade hat. So, wir müssen zu den Arkaden, wir wollen nämlich auch ein bisschen Spaß haben. Einmal hier rauf, einmal hier lang. Fische sind gefüttert, Filter sind gereinigt. Nein, verdammt, nein, ich wollte nicht. Ich dachte, ich müsste drücken, um durch die Tür zu kommen, ich bin doof. Schon wieder. So, was ist denn das? Warte mal. Vorhin habe ich gar nicht geguckt. Nö. Man kann sich hier nichts nehmen. Ich lasse es mal unten. Wir rennen mal raus. Ich lasse das mal einfach so. So, wir müssen zum Fahrstuhl. Wir müssen zu den Arkaden. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. So, hier ist Lounge. Wir könnten Chris nochmal Hallo sagen, aber muss eigentlich auch nicht. Ich glaube, der ist absolut vertieft in seine Telenovela. So, einmal hier durch, einmal da durch.
Durchschott auf und überall Kameras. Ah, why isn't this working? Oh. So typical. Oh. The ticket reactivation is still going to take a while. Scheibengleiser, stimmt. Wir kommen ja nur nach Hause. Also ins Büro. Unser Zuhause ist unsere Arbeit. Ist es. Karl, schmeißen, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir Chris stören. Ich hoffe, seine Soap Opera ist zu Ende und wir könnten uns jetzt die Ankündigung mal anschauen. Sind wir gespannt? Also Harold ist definitiv nicht gespannt. Schaust dir an, die Langeweile quillt ihm aus jeder Pore. Ist es wieder eine Fahrpreiserhöhung oder ist es diesmal wirklich was Spannendes? Hey Chris. Hello again. Na? Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. Oh, es geht los. All Water Corp announcement. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did. Oh, yeah. We wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation, over all others, helped make that possible. All Water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Kasselchop. Brenna Kasselchop, so. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Kasselchop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora, just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlittmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant, albeit brief, alien infestation. Bits. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it,
Yes. We're delighted to announce it's floating to the surface right now. Okay. The buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. Okay. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Hey, claro. At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Harold. Es passt alles viel zu gut. Es passt alles viel, viel zu gut. Solarwinde, die das Schiff zum Absturz bringen, ja? Ein Planet, in dem, auf dem es nur Wasser gibt. Heißt also, die Menschen sind eingesperrt auf diesem Schiff. Es gibt kein Entkommen. Es gibt nur toxische Gase in der Atmosphäre. Also man könnte auch keine schwimmende Stadt bauen. Die Leute sind hier eingesperrt. Es ist ein riesiges Gefängnis. Und jetzt gibt's immer so kleine Brotkrümchen. Okay. Ja. Und abends ist Einschluss. Abends ist Einschluss, man kann nicht mehr rausgehen. Das System wird abgeschaltet, man kommt nicht mehr weg. Und dann ist man entweder auf Arbeit gestrandet oder sonst wo. Und wir haben die Fahrkarte nicht bezahlt. Wir haben die Fahrkarte nicht bezahlt, wir haben keinen Pass, wir kommen nicht raus. Wir sind auf Arbeit quasi eingesperrt. Es ist egal, dass hier auch unser Bett steht. So, es könnte ja auch irgendwie anders sein. Die Leute haben alles verlernt. Die Leute stellen keine Fragen mehr. Die nehmen das System so an, wie es sein soll oder wie es ist quasi. Und keiner träumt mehr. Ich glaube, nur noch wir träumen. Beziehungsweise träumt in eine gewisse Richtung, dass es auch was anderes geben könnte. Wir träumen zwar, aber wir träumen. Ist unbestimmt. Wir haben noch kein Ziel. Aber das Ziel, das werden wir bestimmt bekommen. So, ich leg mich jetzt mal nicht ins Bett, weil mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch für heute. Heißt also, nach dem vielen Gequackel und es tut mir mal leid, aber ich komme dann immer quasi ins Staunen, ins Wundern und ins Rätseln, wie es denn irgendwie weitergehen könnte. Aber lass dich davon mal nicht abschrecken. Spring mal selbst hier hinein. Lad dir die Demo runter, ja, bei deinem Spiele-Dealer deines Vertrauens. Spring mal selbst hier hinein und ja, fang an zu träumen. So. In diesem Sinne, ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.